Gut, so, was geht? Niklas hier von PPF. Wir haben heute wieder ein Vor-Ort-Feedback-Interview mit dir. Und ich würde sagen, wir starten dann direkt rein. Erstmal danke für das Interview, dass du hier hingekommen bist. Morgen und Sonntag bist du hier noch auf dem Schießkurs hier. Das heißt, dass wir uns jetzt noch ein bisschen häufiger sehen werden, die nächsten zwei Tage. Und da dachten wir uns, nutzen wir die Gelegenheit mal für ein Feedback-Interview. Kurz vorab, du bist jetzt schon wie lange bei uns? Ein halbes Jahr, ist fast rum. Okay, du hast ja heute eh verlängert, wie ich schon gehört habe, oder? Um ein Jahr. Genau, sehr schön auf jeden Fall schon mal. Würde ich sagen, fangen wir direkt an mit der ersten Frage. Und zwar geht es da ein bisschen darum, wieso deine Situation war, bevor wir zusammengearbeitet haben. Also was hast du vielleicht falsch gemacht? Wo lagen so ein bisschen die Herausforderungen? Generell, wie sah dein Training aus? Hast du dann ein System gehabt oder nicht? Dass du vielleicht so ein bisschen so erzählst, wie halt so die Zeit davor war. Also vorher war ich nur im Fitnessstudio beziehungsweise auch in der CrossFit-Box. Mhm. Da hat sich schon mal ein bisschen was getan. Vorher war halt Fitnessstudio nur, wie du schon sagst, Push-Pull-Beine, mhm, das Übliche. Aber ja, ich hatte zwar schon mal ein gutes Hoch 2016, mhm, aber dann hat sich halt einiges geändert und dann kam halt mal ein bisschen tief, aber ich bin halt trotzdem normal weiter zum Training, aber kam nicht mehr auf das Niveau, wo ich schon mal war. Und ja, als ich euch dann verfolgt habe, fand ich das sehr spannend und wollte es einfach ausprobieren. Mhm. Das heißt, wo du dann damals uns irgendwo gefunden hast, dann wahrscheinlich über Instagram, denke ich mal, YouTube, da hast du uns wahrscheinlich ein bisschen so verfolgt. Genau. Und was war dann im Endeffekt so deine Motivation oder dein Gedanke, dass du dir gesagt hast, hey, ich mach das jetzt und starte mit denen durch? Ich habe mich lange geweigert, war nicht, aber ich habe mich nicht getraut. Okay. Und dann, als ihr Weihnachten das taktische Athlet drin hattet, mit diesem Videokurs, und meine Frau das Leuchten in meinen Augen gesehen hat, hat sie gesagt, mach doch. Ne? Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich mach's jetzt. Okay. Und dann habe ich mich einfach bei euch gemeldet und dann ging der Spaß auch ganz schnell los. Okay, was war dann so das Ziel, also konkret, sage ich mal, was du erreichen willst durch die Zusammenarbeit dann? Also, ich sag mal so, ich bereite mich damit auf Plan B vor, falls Plan A, der irgendwann gegen eine Wand fährt. Okay, auch mal neu, weil die meisten kommen ja zu uns, um dass Plan A funktioniert. Genau. Und nicht für Plan B, aber... Mein Plan A läuft gerade und der muss auch noch ein Stück so laufen, wie er läuft. Mhm. Aber wenn der halt leider irgendwann nicht mehr so läuft, bin ich halt schon gut auf Plan B vorbereitet. Okay, ist auch eine Möglichkeit, die man, die genau, man fahren kann. Ne? Ich laufe sowieso immer außerhalb der Norm. Ja, das passt ja zu uns. Ne? Ja, genau. Ja, genau. Nächste Frage wäre dann, was du so konkret jetzt schon mal in diesem ersten halben Jahr alles so erreicht hast, wie gesagt, also gerne, wenn du Zahlen hast, früher, nachher Dinge, ist das immer ganz nice, um das zu veranschaulichen. Also meine Nemesis waren schon immer Klimmzüge, da konnte ich machen, was ich wollte, aber mittlerweile laufen, also mein Ziel sind irgendwann, was bei den meisten ERVs als Mindestanforderungen oder so sind, diese 15 und mehr, da will ich hin. Jetzt habe ich 5 am Stück geschafft. Okay, von 0? Also von 0. Okay. Also nur mit Band oder so hatte ich jetzt im Laufe der letzten Woche bei diesem Pull-Up-Krafttraining habe ich meine 5 geknackt. Okay, weißt du, woran es gelegen hat vorher? Nee, kann ich dir. Ich mal am Rückenmuskel, denke ich. Also die Arme haben nie Schlag gemacht. Es war einfach die Kraft, mich hochzuziehen, nicht da. Okay. Warum auch immer. Ja, Klimmzüge ist für viele. Also oft ist es halt nur die Technik, die... Auch wahrscheinlich. Genau, also es ist meistens so, eine was Kraft im Oberkörper und der richtigen Technik. Manchmal ist es halt nur Griffkraft, dass sie sich gar nicht so lange halten können in der Stange, um halt mal 5, 10, 15 zu machen. Bei vielen ist es ja wirklich Technik und zu schwache Rückenmuskeln. Genau, genau. Genau. Und ja, gelaufen bin ich die 5 Kilometer immer in... knapp unter 30 Minuten, jetzt habe ich sie auf für das halbe Jahr schon auf 5 Minuten gut gemacht. Ja, hast du vorher irgendwie Lauftraining gemacht oder wirklich halt nur? Also ja, mal joggen gewesen, aber jetzt nicht so richtig auf sowas fixiert, also spezialisiert. Okay. Und macht Spaß oder ist immer noch so? Nö, also Laufen, Ausdauer läuft. Also da gibt es auch nichts. Jetzt hatte ich auch als
Vorbereitung fürs Höllenwochenende immer im Marsch drin, das war auch immer ohne Probleme. Das Gewicht hat mich kein bisschen gestört. Mhm. Also ja, perfekt. Ja. Ausdauer konnte ich schon immer. Ja. Kraft-Ausdauer. Das muss nach oben. Aber da arbeiten wir dran. Ne? So ist es. Perfekt. Der Main-Coach ist oder Paul? Ja. Wie würdest du generell ihn so beschreiben und wie würdest du generell so das Coaching so, sag ich mal, auf der täglichen Basis beschreiben? Was passiert da so? Weil die meisten wissen ja gar nicht, was sie eigentlich alles bekommen und wie die Betreuung, sag ich mal, wirklich ist. Vielleicht kannst du dazu nur so ein paar grobe Wörter sagen, was einen da erwartet. Also du kriegst jede Woche, nachdem du deinen Check-in geschrieben hast, kriegst du einen neuen Trainingsplan für die kommende Woche. Und auch wenn du jetzt sagst, das geht nicht oder ich brauche hier mal anders, weil wegen irgendwelche Termine oder so, kriegst du es zeitlich nicht so eingebastelt, wird es halt auch mal fix umgeschrieben und das war auch gar keine Woche, nur 4 Einheiten, weil aufgrund Kurs und war gar kein Problem. Okay. Hat er mir den Trainingsplan einfach ein bisschen umgebaut. Ansonsten die PPF Akademie, haben wir auch also den großen Videokurs. Was hast du davon genutzt? Was hat dir so am meisten geholfen und was fandest du am spannendsten? Also geholfen hat mir am meisten, als ich angefangen habe mit eurem, als die PPF Akademie für mich zugänglich war, habe ich erstmal reingeguckt, wie mache ich bestimmte Übungen. Mhm. Das war mein erstes. Und dann habe ich einfach von Anfang an langsam, ich bin noch nicht durch, ich bin auch wirklich noch ziemlich am Anfang. Ja, ist ja auch so viel. Ne? So viel. Aber ich tue von Anfang bis Ende einfach mir immer mal ein Video rein anschauen, von oben bis unten. Und ja, für mich war erstmal nur, wie mache ich die Übung, dass ich mir nicht wehtue. Irgendwas Komisches aneignen. Ja, klar, absolut. Du hast das ja dann für jetzt noch ein Jahr verlängert. Genau. Was war jetzt so deine Intention, dass du gesagt hast? Meine ambitionierten Ziele, die schaffe ich nur mit euch. Okay. Ja. Alleine könnte ich mir das bestimmt auch, aber dann würde es nicht in einem Jahr wahrscheinlich machbar sein. Ja, also weil im Endeffekt so, wenn du es selber machst, hast du immer wieder, dass du halt da einen kleinen Fehler machst, genau, der die Zeit kostet, dich echt zurückwirft. Ja. Und das summiert sich dann halt auf ein halbes Jahr gesehen, dann werden wir vielleicht noch 6 Monate, dann vielleicht 8 und dann noch mehr, je nachdem. Ja. Und genau. Artsprechstunde haben wir auch. Hast du da mal was? Habe ich bisher nicht benötigt. Okay, super. Habe ich bisher nicht benötigt. Okay, super. Die Kleinigkeiten, die konnte ich mir entweder mit Hilfe von Paul oder jetzt durch den letzten. Beim letzten GA 100 hatte ich mir irgendwie, keine Ahnung, mich vertreten oder ein bisschen Überbelastung im rechten Fuß. Meine Frau hat es getaped, jetzt läuft es wieder. Ja, alles geschickt. Perfekt. Perfekt. Ansonsten, was sind die Ziele für die nächsten 6 Monate? Die hast du ja schon festgelegt. Also meine Ziele sind ja die gleichen wie bei den letzten 6 Monaten. Mhm. Und einfach dort drauf aufbauen. Also dass ich meine Kraftwerte erhöhe, dass ich an meinen Pull-Ups weiterarbeite und dass ich irgendwann die 5 Kilometer in unter 20 Minuten laufe. Ja. Das sind die Ziele, die bis nächstes Jahr im Juni stehen und das ist machbar. Sollte machbar. Wenn du jetzt schon bei einem halben Jahr schon mal von 30 auf 25 bist, dann geht es von 25 auf so 22 und auf 20 erfahrungsgemäß einfacher und schneller. Okay. Und wenn dann einfach diese Grundlage schon mal da ist. Ja. Ne? Und dann ist der Sprung, sage ich mal, zu unter 20 auch nicht mehr so weit, wie jetzt der von 30 auf 25 erfahrungsgemäß. Ne? Okay. Du bist ja auch vom Körpertyp her, sage ich mal, eher bist athletischer. Du bist nicht der typische Pumper, der sowieso schon immer... Ne? Aber ich bin trotzdem ein schwerer Läufer. Ja, das kriegen wir schnell. Das kriegen wir schnell. Ansonsten, letzte Frage noch von mir, haben wir es auch schon geschafft. Mhm. Wen würdest du aus Coaching so empfehlen? Eigentlich jeden, egal ob der jetzt speziell ein ERV vor sich hat oder ob es ein Zivilist, ein Normalo wie ich ist, einfach nur der sein Fitnessniveau auf eine neue Schiene bringen will, auf ist für jeden. Also dadurch, dass ich keiner Behörde oder so zugehörig bin und wirklich nur Zivilist, aber mich bringt es halt wirklich weit oder weit her. Klar, ich meine, was halt einem Polizisten hilft, irgendwo oder einem Soldaten irgendwas zu bestehen, wie die Höllenwoche damals, so dem hilft ja auch dem Zivilisten dasselbe. So ist es. Also ich meine, das ist dann, sag ich mal, für den
Daten, wo halt dann noch so Sachen wie kognitive Leistungsfähigkeit, die ganzen Testverfahren und so, genau. Dann, sag ich mal, noch on top kommen. Ne? So ist es. Genau. Willst du noch irgendwas sagen? Einfach nur, mach weiter so. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich bei euch kritisieren könnte oder wo ich euch Anregungen geben könnte. Es läuft. Perfekt. Dann würde ich sagen, danke fürs Interview. Und dann haben wir es auch schon geschafft.